Letzte Woche hattet ihr schon Spaß dabei, uns zuzuhören, wie wir die größten Verluste einfahren mussten im Einkauf. Jetzt kriegt ihr aber ein paar Sales-Geschichten, und zwar die Geschichten, die uns besonders in den letzten paar Jahren im Kopf geblieben sind. Und liebe Leute, bevor es losgeht, wie immer, einmal ein Abo da lassen, Daumen nach oben und schreibt in den Kommentar, welche Geschichte ihr am besten findet. Und checkt auf unserem Instagram vorbei, da kriegt ihr immer die frischesten Uhren, die wir reinbekommen, die geilsten Bilder, die wir haben. Und ihr habt einfach die ganze Zeit Uhren-Content, und Uhren sind geil, also schaut auf Instagram vorbei. Die erste Uhr, die erste Geschichte vom Verkauf, ist eine Uhr, die wir am Anfang unserer Karriere verkauft haben. Und zwar handelt es sich dabei um eine Tudor Prince Date Day Vintage, Ur-Ur-Vintage aus den 90ern. Da war ein Vater da, der hat seinem Kind zur Firmung, Kommunion, irgendwie sowas, die Uhr gekauft. Ja, die hat damals, ich glaube, keine Ahnung, knapp unter 2000 Euro gekostet, und der Junge war halt, wie alt war der, 13, 12, 13, 14, sowas. Kleiner Pimp halt, gell? Lustige Sache ist, 2 Jahre später meldet sich der gleiche Mann nochmal, ja? Er möchte für die Kommunion oder Firmung seiner Tochter nochmal eine Uhr kaufen. Sind wir wohl in Erinnerung geblieben. Und dann beim Gespräch, das war eigentlich das Coolste, was man so, das muss man schon sagen, hat uns schon mega gefreut, hat plötzlich noch der Sohn gesagt, hey, ich muss ein Praktikum von der Schule aus machen, hättet ihr Bock, könnte ich das bei euch machen. Und der gute Mann, muss man sagen, der ist inzwischen einen halben Kopf größer als ich. Ich wollte gerade sagen, der ist gut gealtert. Und ist auch ganz witzig. Ich glaube, der Vater, der dachte sich, ja, Schulepraktikum, jetzt muss er so ranklotzen, weißt du, jetzt geht er hier in den Großkonzern im Büro und sieht mal, wie es läuft. Ja, so macht hier einfach ein bisschen Spielchen und hat einfach mal ganz unverbindlich angefragt, ob er denn bei uns dieses Schülerpraktikum machen könnte. Und er hatte auf jeden Fall eine richtig geile Zeit, glaube ich, bei uns. Er ist logischerweise uhrenbegeistert, und dann hat er halt wirklich die Chance, einen Haufen Uhren vor Ort live zu sehen, Pakete anzunehmen, sich die Uhren anzuschauen, wenn sie reinkommen, bevor sie rausgehen. Und das Lustige ist, er hat einfach danach nochmal gesagt, ja, wenn ihr nochmal Hilfe braucht, dann meldet euch, dann machen wir so ferienarbeitmäßig. Dann war der nochmal eine Woche da. und ich denke mal, wenn du das siehst, ich glaube, er schaut auch unsere Videos, wenn du das siehst, gerne im Sommer nochmal auf den Ferienjob vorbeikommen. Du weißt ja, wie es bei uns läuft. Da hast du vielen was voraus. Von dem her gerne gesehen. Und das ist eine super geile Geschichte. 3 Jahre ist es her. Ja, super coole Story tatsächlich. Ja. Da hatten wir noch nicht mal das Büro zu dem Zeitpunkt, wo wir die Uhr verkauft haben. Also da waren wir wirklich voll am Beginn. Das Praktikum war auch witzig und so. Da sind wir immer bei Meckes gelandet, in der Mittagspause. Und ich glaube, da hat er dann auch gesehen, dass es in dieser Branche nicht wirklich einen Rhythmus gibt oder feste Arbeits- und Pausenzeiten. Und kein Luxus. Luxus ist das Ganze auch nicht. Aber wir hatten Spaß, und das war super cool. Deswegen tatsächlich sehr coole Story, die du da vorbereitet hast. Ich glaube, ich gehe einfach mal chronologisch durch. Ja? Dann komme ich gleich zur nächsten Geschichte. Das war vor, ich glaube, knapp eineinhalb Jahren circa. Da hat uns ein Kunde angeschrieben, und zwar zu einer Patek 5960R. Ich weiß, welche Geschichte es ist. Genau. Von der Patek. Und zwar war das eigentlich eine relativ, ja, erstmal eine zähe Geschichte. Kunde hat sich gemeldet, gesagt, er möchte die Uhr kaufen, aber er kann sie nicht abholen, er möchte sie nicht versendet haben, wir sollen sie ihm bringen. Eine 60.000 Euro Uhr. Zu dem Zeitpunkt. Ziemlich fishy die ganze Sache. Wir dachten uns, ja, jetzt gehen wir nach Paris und werden abgestochen. müssen wir vorsichtig. Hat aber dann auch uns direkt geschrieben, hey, das bin ich, schaut euch hier diese Firmenseite an. Ich bin CFO dieser Firma, und ich stehe da in den Dokumenten, bla bla bla. Hat uns also 1000 Nachweise geliefert, ja, und gesagt. Genau das gesagt, was ein Betrüger auch sagt. Nee, und hat dann haben wir gefacetimed, dann habe ich auch gesehen, okay, das ist ein vernünftiger Typ. Hat auch direkt Geld vorgestreckt, hat gesagt, so die Reisekosten, darauf werdet ihr nicht hocken bleiben, das überweise ich euch schon mal vorab. Hat da auch so ein bisschen Vertrauen bewiesen in uns, wo wir dann gesagt haben, weißt was, jetzt irgendwann muss man auch mal verrückt sein, sind kurzerhand in den Flieger gestiegen und sind nach Paris geflogen. Richtig dumme Entscheidung, die wir da getroffen hatten. Wir wollten uns halt das Taxi sparen, gell? City Center, und sind dann vom Flughafen. Mit dieser U-Bahn war es, oder S-Bahn. Durch die Vororte Paris, von Paris gefahren. Und dann kommen da zwielichtige Gestalten nacheinander rein.
Paris schon part, so wenn du hier aus Aalen oder hier aus Niederbayern kommst, du fährst durch die Vororte in Paris und war schon hyper unangenehm, klar, ich hier mit meinen blonden Haaren, jeder hat gesehen, okay, ich bin kein Pariser unbedingt. Alle Augen auf uns, super eng war es dann da auch, dann haben die da fast noch das Kämpfen angefangen, weil die sich da geschubst haben in der U-Bahn und so. Und ich glaube, wir hätten lieber dieses Taxi nehmen sollen für 50, 60 Euro, das wäre, glaube ich, echt selbst wenn es 200 gekostet hätte, gutes Investment. Im Nachhinein, das war aber eine gute Lektion für uns, weil wir haben nie wieder seitdem irgendwie an Sicherheit gespart. Das war die dümmste Aktion, die wir je gemacht haben. Super unangenehm. An unseren Versicherer, sowas kommt definitiv nie wieder vor. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ding war erfolgreich, wir haben ihn getroffen, es war ein super, super sympathischer Typ, hat perfektes Englisch gesprochen, was in Frankreich ja gar nicht so typisch und gar nicht so selbstverständlich ist. Wir haben den Tausch gemacht und dann hat alles gepasst und seine Uhr wiederum haben wir danach, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen hier in Deutschland verkauft, auch zu einem vernünftigen Preis. Also all around ein sehr, sehr positives Geschäft. Ist mir sehr positiv im Kopf. Definitiv. Gegeben. Und so nach Paris fliegen macht man auch nicht jeden Tag. Na, machen wir nicht. Dann kommen wir zur nächsten Uhr. Und zwar geht es wieder um eine lustige Reisegeschichte. Das war diesen Sommer. Und zwar durften wir dieses Jahr nach Korsika fliegen. Warum, werdet ihr euch fragen. War schön da, gell? Ja, Korsika. 10 von 10. Landschaft 10 von 10. Ihr werdet euch aber fragen, für welche Uhr fliegt man nach Korsika? Die Antwort ist relativ einfach. Für eigentlich jede Uhr über 25.000 Euro. Wir wurden angerufen, beziehungsweise ich wurde angerufen von einem Typen, der gar kein Englisch gesprochen hat. Ja, der natürlich versucht, sich mit seinen gebrochenen 5 Wörtern Deutsch und 15 Wörtern Englisch, die er konnte, verständlich zu machen. Dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, klappt nicht. Dann haben wir geschrieben. Ich natürlich mit Translator auf Französisch. Und er hat gesagt, ja, er wird die Uhr kaufen, Preis sind wir uns einig geworden. Er hat gesagt, Versand nach Frankreich. Das war nämlich eine Daytona Weißgold mit Meteoritzifferblatt. Superschöne Uhr. Geile, geile Uhr, natürlich über 25.000 Euro. Aber das ist ja kein Problem. Aber Korsika ist eine Insel. Habe ich natürlich angefragt, was mich der Transport kosten würde. Und bin relativ schnell zur Erkenntnis gekommen, dass das Ganze nicht mehr rentabel ist, wenn wir das mit einem Versandunternehmen machen. Die Preise dafür lagen nämlich bei, haltet euch fest, knapp 5.000 bis 6.000 Euro netto. Kleine Erklärung dort, das ist nicht ein Wucherpreis, sondern du musst dafür eine Sonderfahrt machen mit einem gepanzerten Fahrzeug, 2 Fahrer, voll bewaffnet, die da wirklich mit der Fähre nach Korsika oder auf Korsika fahren, dort das Ding ausliefern und wieder zurück. Das ist praktisch eine 10 Stunden, also eine ganze Tagestour, 2 voll ausgestattete, bewaffnete Panzer. Oder ein Panzer mit 2 Leuten. Panzerfahrzeug, nicht Panzer. Die Dinger sind echt, das sind echt richtige. Ja. Das sind auch übrigens die Fahrzeuge, die ganzen Automaten beliefern, also die Geldautomaten. Ja. Genau, aber war zu teuer. Haben wir uns überlegt, weißt was, machen wir 2 ähnlich gut geschützt, diese bewaffnete Lieferwegen. Haben wir uns gedacht, machen wir. War ein seriöser Typ, auch mit ihm habe ich gefacetimed, er hat mir gezeigt, wie er sein Geld verdient und so weiter, also sehr seriöser Typ auch. Das ist, ich glaube, bei den Summen auch wichtig, dass man einem signalisiert, hey, du findest mich schon, wenn irgendwas schief geht. Auch super kurios, die Story, weil er hat ja diese Uhr vor Kasse gezahlt, weil wir haben ja gesagt, wir wollen keinen Geldfluss da haben, wir bringen einfach die Uhr vorbei. Und er hat dann aber, er wollte die Lieferung erst Wochen später, gell? 4 Wochen später. 4 Wochen später. Also er hat gesagt, bringt mir das Ding in 4 Wochen. Genau. Super crazy. Vor Ort hat er uns dann eingeladen. Wir waren in einem Restaurant, das mal einen Michelin-Stern hatte. Wir haben gut gegessen, ging alles auf ihn. Er war super gastfreundlich, hat uns Orte empfohlen, wo wir danach hingehen können, wenn wir Zeit haben. Hatten wir aber natürlich nicht. Nee, weil da waren wir ja wirklich nur... Nicht mal 24 nicht Stunden. Mal 24 das waren, Stunden. Glaube ich, 18 Stunden, die wir auf der Insel hatten. Und das auch, das haben wir, klar, ein paar Stammkunden kennen die Story von uns. Und da haben die auch gesagt, jetzt verstehe ich auch, warum die ganzen Uhrendealer immer so rumfliegen und durch die Weltgeschichte und bla bla bla. Ja, manchmal ist es sinnvoller, das Ding einfach selber abzuliefern, als den Transport zu machen, weil diese Transporte halt teilweise Dealbreaker sind. Und wir schauen, dass halt natürlich alle Deals klappen, so wie sie klappen müssen. Von dem her verstehe ich auch das nicht, weil man hier so viel Luxus-Muxus machen will die ganze Zeit, sondern halt einfach, weil es wirtschaftlich
angenehmer ist, das so zu regeln oder überhaupt den Deal ermöglicht. Ja. Das ist ja der Knackpunkt. Genau. Coole Story. Ich glaube, die werde ich auch ewig in Erinnerung behalten, wie wir abends noch versucht haben, was zum Essen zu finden, weil wir zu spät dran waren. Wir dachten, wir gehen in Korsika richtig schick essen. Mittag, wir hatten den besten Oktopus, den es überhaupt gab. Also ich habe noch nie besser Oktopus gegessen. Na, und dachten, abends gehen wir richtig geil essen. Wir hatten natürlich nichts reserviert und alles Gute war voll. Und dann sind wir einfach an einem Imbissstand gelandet, der uns so eingefrorene Fertig-Patties gebraten hat. Ohne Soße, ohne alles. Und dann haben wir aber noch so korsakisches Bier dazu getrunken. Das korsakisches, keine Ahnung, ja. Bier. Super witzig. Definitiv erinnerungswürdig. Und das war für heute mal die letzte Geschichte. Eigentlich wollte ich 5 Uhrengeschichten erzählen, aber mir ist so im Nachhinein aufgefallen, ja, es gibt echt viel zu erzählen zu den einzelnen Storys. Deswegen würde das voll den Rahmen sprengen. Meine Frage für euch ist jetzt, welche Story fandet ihr am geilsten und fandet ihr das Format lustig, beziehungsweise wollt ihr einen zweiten Part sehen? Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und bei 1 Million Likes oder auch nur 5 machen wir einen Part 2 sowieso. Der kommt sowieso, weil wir haben noch ein paar coole Stories. Ja. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag, 20 Uhr, genau hier.